Einer, der es aus dem niederbayerischen Tiefenbach hoch hinaus geschafft hat, ist der Florian Silbereisen. Als Sänger und Fernsehmoderator kommst du weit rum, bist der Region aber weiterhin treu und lebst hier. Was begeistert dich denn hier Tag für Tag? Ja, Bayern an sich hat so viele tolle Ecken und Sehenswürdigkeiten. Ja, wir haben alles, was man braucht. Wir haben tolle Städte, wir haben tolle Flüsse, tolle Seen, wir haben die Berge, wir haben die Landschaft. Wir haben das Urgemütliche und was will man noch mehr? Nun haben ja die unterschiedlichen Gebiete auch unterschiedliche Mentalitäten so von den Menschen her. Ne? Gibt es hier irgendeinen Ort, den du in Deutschland unbedingt noch besuchen musst, weil du einfach noch nicht da gewesen bist, aber schon so viel Schönes gehört hast? Ich glaube, ich war wirklich schon in jedem Ort Deutschlands. Also wenn man jetzt so eine Nadel einfach auf die Deutschlandkarte werfen würde, ich glaube, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass man da einen findet, an dem ich noch nicht war. Weil ich bin seit mittlerweile 25 Jahren unterwegs, mindestens 100 Tage, 150 Tage meistens im Jahr und habe so viele Ortschaften schon kennengelernt, auch als ich früher mit meiner Harmonika einfach durch die Lande gezogen bin. Ich war auf jeder Dorfkirmes, ich habe überall gespielt, sodass es, glaube ich, wirklich kaum eine Stadt oder eine Ortschaft gibt, an der ich noch nicht war. Wie ist es denn, wenn du dich mal so ein bisschen zurückversetzt in deine Kindheit, in deine Jugend. Was war so der schönste Urlaub, den du als Kind irgendwie in Deutschland irgendwie mal verbracht hast? Also es gab bei uns in meiner Familie nie diesen großen Urlaub. Das konnten wir uns gar nicht leisten. Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Aber ich weiß noch ganz genau, wir haben einen Wald, so 400, 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Da hat mein Vater dann Baumhäuser für uns gebaut. Das war für uns mehr als nur Urlaub. Das war Abenteuer, das war Spielplatz, das war ja, einfach fantastisch. Robin Hood mit Pfeil und Bogen oder mit Steinschleudern. Und vielleicht zieht es mich auch deswegen immer wieder gerne an diesen Ort zurück. Jetzt ein paar Entscheidungsfragen. Okay. Wortpaare. Ski oder Snowboard? Ski, eindeutig. Du fährst? Ja, ich fahre und eigentlich ganz gut. Après-Ski oder Après-Soleil? Beides nicht schlecht, aber Après-Ski gehört schon dazu. Einsame Alm oder das Haus am Meer? Weihnachten am liebsten irgendwo auf einer Alm und im Sommer aber auch gerne mal am Meer. Gang oder Fenster? Wenn ich schlafen mag, Fenster. Wenn ich unter Zeitdruck bin, Gang, damit ich als Erster rauskomme. Herzlichen Dank. Danke auch. Vielen Dank dir. Das war Florian Silbereisen über seine Lieblingsorte in Deutschland. Herzlichen Dank dafür. Danke dir. Und wenn Sie noch mehr über ihn erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen die aktuelle DB Mobil. Da ist ein ausführliches Interview mit ihm drin. Und für noch mehr schöne Plätze in Deutschland besuchen Sie die eingeblendete Adresse.